Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Sebastian und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von HRS unterwegs mit. Heute Susanne Hoffmann. Sie ist die Co-Gründerin des Business- und Lifestyle-Magazins Edition F und kommt jetzt gleich aus Berlin hier in Hamburg an, weil sie einen Termin als Speakerin hat. Außerdem hoffe ich, dass sie mir noch den einen oder anderen Location-Tipp verraten kann, den ich als Wahlhamburger vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Kommt einfach mal mit. Na, wie geht's dir? Gut. Herzlich willkommen in Hamburg. Ja, vielen Dank. Was genau machst du eigentlich heute hier? Ich bin hier für den Emotional Women's Day. Ja. Eine Konferenz. Ich darf auch sprechen. Und bin ich jetzt in den Zug gestiegen hierher. Und dann hast du aber noch ein paar andere Termine. Genau. Dein Tag ist pickepacke voll. Klassische Arbeit hat man immer mit im Gepäck und deswegen gehen wir jetzt ja auch schon gleich los, ne, in meine allerersten Tipp und Location zum Mindspace. Ein bisschen Coworking und ich arbeite. Ja, wunderbar. Dann lass uns losgehen. Ich bin eh gespannt, ob du mir ein paar Tipps hier zeigen kannst oder Locations, die ich noch gar nicht kenne. Was genau ist eigentlich Edition F, wenn du es mal in 3-4 Sätzen ganz rough skizzieren solltest? Also wir würden sagen, wir sind eine Plattform bestehend aus Magazinen und auch Community mit Events angeschlossen. Und es geht darum, eigentlich Feminismus ein neues Gesicht zu geben, durch starke Inhalte Frauen eine Bühne zu geben. Und das machen wir eben sehr unterschiedlich, indem sie im Magazin vorkommen, aber indem sie auch bei uns auf den Bühnen stehen, bei den Events ausgezeichnet werden, beim 25 Frauen Award, der jetzt nächste Woche stattfindet. Wir finden jedes Jahr immer 25 unterschiedliche Frauen, weil der immer eine andere Stoßrichtung hat. Dieses Jahr haben wir 25 Frauen gesucht, die mit ihrer Stimme unsere Gesellschaft bewegen. Also auch bei den Gewinnerinnen, ich kenne ja die Liste schon, auch ganz viel gesellschaftspolitisch und gesellschaftsrelevante Themen mit dabei. Wir haben vorhin schon über Klima gesprochen, da wird es auch eine Gewinnerin zu geben oder zwei sogar. So, zentraler geht es nicht. Wir sind im Mindspace mitten in der Innenstadt von Hamburg. Ist das ein Ort, an den dich, wenn du in Hamburg bist, direkt hinverschlägt? Vielleicht nicht immer direkt, aber auf jeden Fall gerne. Also nicht nur, weil man hier arbeiten kann, sondern weil meine Erinnerung die ist, dass wir damals, als der Raum total leer war mit 300 Leuten, announced haben, dass wir dieses Crowdfunding starten für die Female Future Force. Das ist ja was, was wir gegründet haben vor 2 Jahren und das war halt so ein sehr emotionaler Moment einfach. Wie bist du mit deiner Co-Gründerin auf die Idee gekommen, Edition F zu gründen? Also das Schöne ist ja, dass ich tatsächlich nicht alleine die Idee haben musste, sondern Nora und ich, wir kennen uns eigentlich schon relativ lange, also auch deutlich vor der Gründung schon. Wir waren nie so ganz enge Freundinnen, aber wir haben in der letzten Station bei Gründerszene zusammengearbeitet. Und in der Phase war es eigentlich so, dass Nora und ich beide überlegt haben, wo soll es als nächstes hingehen. Ich hatte auch am nächsten Tag einen neuen Job, den ich dann nach 3 Stunden gekündigt habe, weil ich mit der Idee, die wir da am Vorabend hatten, irgendwie so, ja, einfach so überzeugt und mit voller Leidenschaft erfüllt war, dass ich dann gesagt habe, ey, wir müssen das unbedingt machen. Moment, du hast deine neue Arbeitsstelle angetreten. Und dann habe ich an dem Tag gesagt, ich glaube, hast du gesagt, ich glaube, das ist es nicht? Ja. Schön. Viel Licht, aber es gibt ja auch immer ein bisschen Schatten hier und da zumindest. So richtige Business-Fails hast du ja auch erlebt oder erlebt man die immer wieder? Ich wünschte, ich könnte genau einen Fail nennen und das wäre es dann auch gewesen. Aber leider gehört ja zur Gründungsgeschichte auch dazu, dass man hinfällt und immer wieder aufstehen muss und glücklicherweise auch will. Tatsächlich beispielsweise vor 2 Jahren haben wir ein Crowdfunding gemacht für die Female Future Force und da war es eben so, dass wir kein externes Geld mehr aufgenommen haben. Wir hatten aber eine finanzielle Lücke und es war ganz klar, dass wir uns auf unsere Community verlassen müssen. Und da war Crowdfunding einfach echt der allerbeste Weg und das ist natürlich auch irgendwie so ein Moment, wo man Erfolge feiert, aber gleichzeitig das aus einem Moment heraus entsteht, wo man mit dem Rücken ganz klar an der Wand war. Du bist ja Mutter eines 2,5-jährigen Jungen. Wie vereinbarst du deinen Arbeitsalltag mit dem Familienleben? Ich glaube, ehrlich gesagt, also man wird auf der einen Seite als Mutter sehr viel produktiver und auf der anderen Seite halt so rigoros und dann auch wieder disziplinierter, um abends was zu machen. Also irgendwo werden Abstriche fällig sein. Ich glaube, da muss man sich nichts vormachen. Das bedeutet Vereinbarkeit. Ich bin in erster Linie natürlich hier, weil ich mich wieder mit Susanne treffen werde. Sie wird nämlich hier zusammen mit ihrer Co-Gründerin Nora einen Vortrag halten zum Thema, was Mitarbeiterinnen wirklich wollen. So, wir waren jetzt gerade bei euch im Vortrag gewesen. Nora steht jetzt auch bei uns, ebenfalls von Edition F.
was Mitarbeiterinnen wirklich wollen und Mitarbeiter natürlich. Das war das Thema des Vortrages. Worum ging es so ein bisschen in der Essenz? Tatsächlich darum, dass Suse und ich uns überlegt haben, wenn wir schon ein Unternehmen haben, dann können wir auch die Unternehmenskultur ein bisschen anders gestalten, als es üblicherweise der Fall ist. Und dann auch mal gucken, was wirklich Teams richtig glücklich macht, weil wir einfach gemerkt haben, dass das übliche Corporate-Ding gar nicht mehr so gut ankommt da draußen in der Welt und wir auch nicht so viel Lust darauf haben. Ne? Wir wollen einfach, dass bei uns eigentlich jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter so ein bisschen selbst zum Unternehmer wird. Ihr habt aber auch davon gesprochen, seit 5 Jahren gibt es euch jetzt, dass es eigentlich eine Achterbahnfahrt ist, die überhaupt nicht aufhört. Also ihr seid immer on the run, immer on the go. Looping hier, Drehung dort. Fluch und Segen zugleich, oder? Ja, also es gab ja eine schöne Frage ganz am Anfang und da ging es ja darum, welche Skills brauchtet ihr damals, als ihr angefangen habt und welche jetzt. Und tatsächlich sind die Skills halt nicht so unterschiedlich, nur dass wir halt am Anfang nichts wussten und heute Gott sei Dank umso mehr. Und diese Erfahrung macht einen halt viel reicher, das heißt, bestimmte Fehler macht man nicht mehr, aber mit jeder neuen Herausforderung kommen halt wieder neue Fallstricke und natürlich nimmt man auch den einen oder anderen mit. Und was ist es jetzt unterm Strich, was der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin heutzutage definitiv will? Also hat sich da in den letzten 5 Jahren irgendwas verändert? Ja, ich glaube, da haben sich wahnsinnig viele Dinge getan. Ich glaube, früher wollte man einfach Sicherheit haben und hat sich dann so ein bisschen zurückgelehnt und dann auch oft, vor 5 Jahren war es vielleicht nicht mehr ganz so, aber vor 20 Jahren so, man hat einen Job angefangen und den hat man dann mehr oder weniger sein ganzes Leben gemacht. Und vielleicht ist man sogar von Anfang an in einer Firma gewesen. Und das ist so heute nicht mehr. Ne? Und deshalb muss man sich, wenn man selbst gründet, auch viele Gedanken darüber machen, wie kann ich eigentlich das Unternehmen so gestalten, dass Leute Lust haben, langfristig bei mir zu bleiben. Und wo sind wir jetzt und warum sind wir hier? Wir sind im Basil & Mars, einem Restaurant hier, gar nicht so weit von der Alster und das finde ich immer ganz schön. Also heute ist nicht unbedingt das beste Wetter dafür, aber da lang zu laufen und dann da hinten Bahnhof Dammtor. Das heißt, hier kann ich noch was essen und trinken und dann geht es direkt nach Hause. Also angenommen, ich wollte jetzt die 3 ultimativen Tipps, um meine Karriere auf Vordermann zu bringen. Was würdest du mir antworten? Es ist super wichtig, sich seiner selbst so bewusst zu werden. Also erstmal, was seine eigenen Werte, was die Ziele sind und so weiter. Also das habe ich so das Gefühl, das steht immer ganz am Anfang. Wenn man da irgendwie fest ist dann, oder sich sicher ist, dann hilft einem das total. Das ganze Thema Netzwerk. Ich meine, ich komme gerade von einer Konferenz und es ist oft gar nicht so leicht, auf einer Konferenz auch in Kontakt zu kommen. Aber ich glaube, es gibt immer wieder so Brückenbauer, ne? Weil die haben dann bestimmte Netzwerksessions oder es gibt eine App, man kann sich im Vorfeld mit Leuten verabreden. Und das Dritte ist vielleicht, ich hatte das nie so ganz intensiv, aber ich merke, dass Mentoren oder Mentorship total toll ist. Also ich bin eigentlich jetzt erst an dem Punkt, dass ich Leute kennengelernt habe, wo ich sage, hey, ich fände es toll, wenn du meine Mentorin, mein Mentor werden könntest. Weil natürlich ist ja auch mein Weg zu lernen noch nicht zu Ende. Und da auch frühzeitig Leute schon anzusprechen, die man toll findet, dass die einen begleiten, das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Tipp. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Wir haben dieses Fragengewitter. Das heißt, ich stelle dir eigentlich immer 2 Begriffe zur Verfügung, die ein bisschen unterschiedlich oder gegensätzlich sind. Okay. Und mich interessiert einfach ohne Begründung deine schnelle Reaktion darauf. Ich fange einfach mal an. Los geht's mit der ersten Frage. Reisetasche oder Reisekoffer? Reisetasche. Zug oder Flug? Zug. Kultur oder Strand? Kultur. Sport oder Essen? Essen. Sauna oder Eiskammer? Sauna. Bar oder mit Karte? Mit Karte. Nachteule oder Lerche? Lerche. Ich möchte ja gerne noch was lernen, dass ich meinen Koffer richtig gut zusammenbekomme. Hast du noch 1-2 Tipps für mich? Also ich bin riesengroßer Fan von so einer Art Taschen, gerne in unterschiedlichen Größen, weil ich das super praktisch finde. Ich weiß genau, wo was drin ist. Ich kann die dann einzeln rausnehmen, damit ins Bad oder was auch immer. Das finde ich gut. Und das andere ist ehrlich gesagt eher so ein Styling-Tipp. Ich nehme ja nicht so viel mit, sondern eher so ein Weekender. Und wenn ich dann eher Basics habe und vielleicht ein crazy gemustertes Teil, dann kann ich gut Mix and Match machen und sehe trotzdem immer noch mal anders aus. Susanne, das hat richtig viel Spaß gemacht. Mich gefreut, dich kennenzulernen.
Vielen Dank, Sebastian. Und das nächste Mal, wenn ich in der Berlin bin, dann melde ich mich, dann zeige ich dir mal, wie ich meinen Koffer gepackt habe und du sagst mir, was du davon hältst. Und für so ein paar Geheimtipps wäre ich natürlich auch dankbar in meiner Stadt. So machen wir das. Perfekter Deal. Vergiss deine Tasche nicht. Nee. Und komm gut nach Berlin. Das mache ich. Tschüssi. Bis bald. Tschüss. In Hamburg sagt man Tschüss und das heißt auf Wiedersehen. Und genau das mache ich jetzt. Eine weitere Folge von HRS unterwegs mit ist zu Ende und dieses Mal aus Hamburg, meiner Heimatstadt. Und ich habe noch echt richtig viel erlebt und auch gesehen, was ich so noch gar nicht kannte. Wenn euch das auch so gut gefallen hat wie mir, dann liked bitte diesen Kanal, abonniert ihn und hinterlasst genau hier ein paar Kommentare, was man hier in Hamburg noch machen kann, wenn man geschäftlich unterwegs ist.